So, meine Freunde, wir haben Sonntag. Ist mal wieder eine Woche vergangen. Wir haben immer noch allerschönstes Sommerwetter gefühlt. Wir haben irgendwie heute 17, 18 Grad gehabt. Die Bienen sind die ganze Zeit am Fliegen wie bekloppt, tragen noch ein bisschen Pollen ein. Und vielleicht noch den ein oder anderen Nektar von irgendwelchen Efeus oder weiß der Geier, was jetzt noch geblüht hat, nachdem es mal wieder geregnet hatte. Was wir heute machen, ist die obersten Zargen runter. Da sind ja noch die Futtergeschirre drin, dass die alle wegkommen. Gucke ich gleichzeitig mal die Völker sozusagen durch, ob die Überwinterungsstärke schon haben oder nicht. Alles, was jetzt noch nicht hat, wird dann irgendwann demnächst mal aufgelöst. Das wird dann mit anderen zusammengefügt. Das gucke ich heute. Dann kommen noch Mäusegitter dran. Da sind so vorgefertigte Streifen bei mir. Die werden einfach nur mit dem Handtacker davor getackert. Ganz einfach, da muss man nicht viel mit irgendwelchen Pins rummachen. Das habe ich über Jahre gemacht, aber das ist eine Riesenfummelei beim Ab- und Anmachen. Und die Tackernadeln, die zieht man einfach wieder raus. Dann kann man im Frühjahr einmal mit der Zange lang gehen, die abmachen. Alles, was stehen bleibt. Meistens gehen die mit weg, die verrotten dann fertig. Die müssen nur einen Winter halten, von daher ist das super. Paar Keile habe ich mir noch vorbereitet, wo noch ein paar von den Gittern vorne dran sind für ein paar Beuten, sodass sie ein kleines Flugloch behalten und nur so einen kleinen Keil mit dabei haben, so einen kleinen. Aber den Großteil bei den starken Völkern, die kriegen einfach ein Gitter davor, die kriegen die gesamte Breite dann irgendwann. Da bleibt jetzt der Schaumstoffstreifen erstmal noch drin. Das mache ich dann, wenn ich die im November, ich sag mal, einenge, kommt der Schaumstoffreifen in dem Zuge sozusagen dann mit raus. Jetzt im Moment wäre es mir noch ein bisschen zu heikel, wo wir jetzt noch ein paar Wespen unterwegs haben. Wenn man denen da Tür und Tor offen macht, dann ist das auch nichts. Ja, ich würde mal sagen, ich fange an. Euch wünsche ich viel Spaß beim Zugucken. Und wir sehen uns später. So, wir starten mal ganz vorne. Schauen mal, was da so los ist. Hier ist noch zweizagig hier. Da haben wir aber auch schon aufgehört zu füttern. Ich glaube, die war so stark. Aber da gucke ich jetzt nochmal, ob wir Brutnest haben und wie es aussieht. Schon mal schön. Ja, die untere ist noch besetzt, also die lasse ich einfach drauf. Und hier sieht man es, die sitzen hier vorne in der Ecke an der warmen Kante sozusagen mit ihrem Brutnest. Die dürfen einfach so bleiben. Dann machen wir jetzt bloß die oberste Zarge runter. Futter haben die alle mal genug. Also da bei dem Volk sind wir schnell durch. Ja, Kletten eingesammelt hier. Ist ein bisschen nervig. Dann gucken wir direkt mal bei der zweiten, was wir da so haben. Ein leerer Futtertrog, so soll es sein. Noch nicht mal mehr ein Bienchen drin. Das ist schön. Langsam ab ins Stock. Jetzt mal rein, was wir so vorfinden. Schwerer Satz, so wie sich's anfühlt. Kleine Traube drunter. Wobei die bei dem Wetter natürlich noch nicht wirklich als Traube sitzen, so warm wie das heute war. Schauen wir mal, was da drinnen so los ist. Frisch eingetragener Nektar, würde ich sagen. Pollen. Das ist noch eins der Völker, die noch auf Zander sitzen, die nächstes Jahr dann umgesiedelt werden. Und alles ordentlich verkittet.
Ich bin endlich nur so weit, dass ich irgendwo Brutnest finde. Dann wäre ich zufrieden. Dann stören wir die Damen auch gar nicht weiter. Da ist die Königin. Alles klar. Genug Futter, Königin, Brutnest. So soll's sein. Den klauen wir dann nur noch irgendwann ein paar Waben, die nicht so stark belegt sind. Und hauen den einen Trendsheet rein oder zwei Thermoschiede. Aber da warte ich noch 2 Wochen oder sowas. Das mache ich im November. Damit man sieht, wo quasi der Bienensitz ist. Und dann wird damit dann das Ganze angepasst auf dem Bienensitz, dass die nicht so viel zum Heizen an Energie verschwenden. Ja. Dann nehme ich euch mal drüber direkt mit zur Dadant. Muss ich euch mal kurz umsetzen. Entschuldigung für die Leute, die jetzt seekrank werden. Auf jeden Fall noch mal daneben, damit die den ausschlecken können. Also der bleibt noch mal für ein paar Tage drauf mit dem offenen Spundloch quasi, die Futtereinrichtung. Dann können die sich dann nämlich noch mal die Reste rausziehen. Einfach nur mal gucken, wie viel die haben. Halb voll mit Futter. Halb voll mit Futter. Randvoll mit Futter, zumindest vom Gewicht her. Ich sag mal mehr als halb voll. Das ist ja das Schöne bei dem Dadant, also selbst wenn die Waben da nur halb voll mit Futter sind, weil die gemeint haben, sie müssten von oben anfangen, ist das überhaupt kein Thema. Das ist dann so viel Reserve. Auch hier will ich gern ein Brutnest sehen, da haben wir es doch schon. Von Pollen eingerahmt. Das reicht mir. Die sitzen schön mittig. Auch da kommt dann irgendwann einfach nochmal Thermoschiede rein. Und die dürfen jetzt, wie gesagt, einfach das Restfutter, was hier oben drin ist, ausschlabbern. Und dann kommt der Deckel in den nächsten Tagen runter. Wunderschön. So, das mache ich jetzt noch bei den anderen Völkern. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Wie ich die ganzen Sachen unten im Prinzip zugetackert habe. Also es gibt nichts Einfacheres, die Streifen vorher zu Hause zuschneiden. Bisschen mit Übergröße, dann nimmt man sich einen normalen Tacker mit und einfach davor getackert. Wie gesagt, im Frühjahr einmal dran ziehen, dann fliegen die Tackernadeln weg. Die Streifen bleiben drin und wenn ich die im November eineng, ziehe ich die von innen raus. Einfacher geht's nicht. So, was wir jetzt noch machen, ist die restlichen Mini Plus auffüttern. Wir haben hier unten noch den Block stehen, da müssen noch mal 2, 3 was kriegen und hinten die auch. Ja, und dann sehen wir uns gleich nochmal beim Fazit.
Ich bin dann durch für heute hier. Das, was ich jetzt noch mache, ist an den anderen Stand fahren und auch die Mäusegitter anbringen. Das nehme ich euch nicht mehr mit hin. Das ist das gleiche wie bei den Holzbeuten eben. Sah eigentlich ganz gut aus. Ich habe einen Volk, die wahrscheinlich jetzt noch mal kurzzeitig still umgeweiselt haben. Da muss ich einfach mal gucken, was sich da ergibt, ob die alte Königin einfach drin bleibt oder die neue drin bleibt oder was auch immer. Da schauen wir einfach mal. Im dümmsten Fall wird das einfach irgendwann als Futterlieferant herhalten müssen. Die anderen sehen alle gut bis sehr gut aus. Also ordentlich Futter drin, ordentlich Bienen drin. Bin ich zufrieden mit. Mini Plus, wie gesagt, habe ich alle noch mal ein bisschen aufgefüttert, sodass die alle gut Vorrat haben. Da gucke ich auch im November noch mal kurz, ob ich die unterste Zarge entfernen kann. Weil meistens sind die dann leer. Dann haben die nicht so viel Raum, den sie heizen müssen. Und dort unten, das vergammelt sonst nur, wenn das nicht mit Bienen besetzt ist. Ja, falls euch das Video gefallen hat, wie immer gern Daumen nach oben. Über ein Abo freue ich mich natürlich. Und wir sehen uns dann, glaube ich, nochmal wieder, wenn es zum Einhängen geht, der Völker. Das heißt, wieder Brutraum anpassen, diesmal auf die Wintertraube. Ja, bis später.